des Musikers Lust. Das passt heute bestens hier nach St. Agatha, denn da findet eine musikalische Wanderung statt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Sendung. Neben mir Hermann Pumberger. Heute gibt es eine musikalische Wanderung durch den Lebens- und Schaffensbereich von Stefan Fadinger. Wer ist denn da heute aller mit dabei? Also es sind verschiedene Musikgruppen aus dem Bezirk Erskirchen, die entlang des Weges dann musizieren. Es gibt auch die kulinarischen Köstlichkeiten vom musikfreien St. Agatha, werden wir hier verwöhnt. Und was für mich ganz wichtig ist, Blasmusik ist Atmung und Atmung ist Leben und das aktive Wandern ist Leben pur und diese zwei Komponenten zusammen heute bei so schönem Wetter ist einzigartig. Der Anlass zum Wandern und zum Musizieren ist ja ein Jubiläum. Was wird denn da gefeiert? Der Oberösterreichische Blasmusikverband feiert 70 Jahre, heuer 2018, und so hat jeder Bezirk eine eigene Veranstaltung organisiert und da war bei uns eben die Idee, eine musikalische Wanderung zu machen. Dann haben wir da einen Partner gesucht und mit Agatha ist das, glaube ich, sehr gut gelungen und wir fühlen uns sehr wohl und ich denke, die Besucherinnen und Besucher, die Wanderer genauso. Ja, also wir stehen schon in den Startlöchern. Zunächst aber Interessantes und Unterhaltsames aus der Region.